Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Replay, die Lotion of Time. Ich bin Poissetti. Ja, was haben wir denn vorhin gerade erlebt? Nun ja, wir mussten eine Damsel in Bristress aus den Fängen der Vampire befreien. Ja, das war ein Vampirpärchen, Mann und Frau. Und sie glitzerten nicht in der Sonne, was damals noch keine Monderscheinung war, dass Vampire mit Glitzer in Verbindung gebracht worden wären. Ach ja, die Damsel in Bristress war übrigens Erik, nicht Kara. Obwohl die Mauchede ihre Tage hat. Das Wort wörtlich anscheinend. Naja, sind ein Monat lang in den Tunnel rumgekraucht. Also, wir alle. Und ihr wisst ja, die bestimmten Tage kommen in einem bestimmten Rhythmus. So. Finde ich das irgendwie peinlich, darüber zu reden? Nö. Aber ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Das hat echt hier nichts zu suchen. Warum fangt damit an? Ich kann's nicht lassen. Eingang zur Engelstadt. Ah. Los Angeles habe ich mir woanders vorgestellt. Ob hier irgendwie Henetta ist, also Hetty aus NCIS LA? Glaube ich nicht, dass sie sich wohlfühlen würde. Wer bist du? Dies ist die Stadt der Engel. Werden unsere Körper zu lange Sonne ausgesetzt, sterben wir. Okay. Auch eine interessante Idee. Ich meine, dass die Engel kein Sonnenlicht abkönnen, weil es sind Engel. Und Engel sind ja normalerweise Lichtwesen, Lichtgestalten, aber... Aber sie können kein Sonnenlicht ab. Das versteht man auch jetzt auch, warum sie unter der Erde sind. Also warum sie Los Angeles nach unten gebaut haben. Es heißt, sie wären die Form, zu der sich die Menschen entwickeln. Ja. Stell ich mir toll vor, keine Gefühle zu haben. Ich glaube, komme, wo werdet ihr sehen. Seit wann ich ihr Leben, weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich das Meer sehe, schmerzt mein Herz. Aha. Ja, weil ihr von mir kommt, deswegen. Wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich weder gelacht noch geweint. Ich überlebe nur. Sorry, Süße, aber wenn du keine Gefühle hast, dann hast du auch keinen Willen zu überleben. Weil Gefühle sorgen eigentlich letztendlich auch dafür, dass du überleben willst. Aber die nächste Form von Menschen... halte ich nicht so gerade für prickelnd. Ich meine, stell dir mal vor, ihr könnt keine Gefühle zeigen und hier habe ich ein rotes Öl gefunden. Gar nichts, weder lachen noch weinen. Ihr lebt nur vor sich hin, ihr seid nichts weiter als... totes Fleisch. Ja, totes Fleisch, das sich noch bewegen tut. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, du redest selber. Der Tanz ist unsere einzige Freude. Wie denn? Um Freude zu empfinden, müsst ihr auch Gefühle empfinden zu können. Also kann es nicht eure einzige Freude. Ich tanze, um mich zu erinnern, wie es war, ein Mensch zu sein, aber... Mädels, ihr seid in einer Sackgasse gelandet. Evolutionstechnisch. Evolutionstechnisch. Eindeutig. Schaut mal hin, Leute. Es sind nur Frauen. Nur Frauen. Keine Kerle. Ich tanzte mit der Person, deren Portier an der Wand hängt. Also, aber wenn das wirklich die Wartemirkung der Menschen ist, dann würde ich sagen, es ist das Endstadium. Wir sind ausdruckslos. Ishtar aber hat uns mit Gesichtern überschwänglicher Güte geweiht. Danach erschienen Leute in Scharen, um sich malen zu lassen. Mädels, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, dass es eigentlich eure wahre Natur ist, die er gemalt hat, weil ein Künstler, so sagt man ja nach, malt ja das, was eigentlich verborgen ist. Also man kann sagen, die wahre Natur der Dinge. Das Bild dort an der Wand stand von Ishtar, aber das Modell in den Gewehl ging verloren. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe euch Engel nicht. Wer bist du denn? Ach, du bist der Juwelier! Wir meine Juweler! Hab Dank für dein Vertrauen. Ich werde die Juwelen Ruhetüten. Du hast... es ist die Verborgenheit auf deines Geistes. Deine Psycho... Deine Psychodash-Kraft hat sich erhöht. Ja,
Wenn ich das nicht einfach wegklicken kann, ich weiß nicht. Dafür spielt eine Frau. Musik ist balsam für die Seele. Das richtige Lied heilt jedes Leid. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich werde echt aus diesen Engeln nicht schlau. Naja. Kann ich hoffen, dass die Menschen sich doch nicht so entwickeln, weil dann ist es eigentlich aus mit euch. Vor kurzem kam eine Frau mit dem Namen Kara. Ihre Schönheit überwältigte Ishtar. Er führte sie in sein Atelier. Schönheit. Miss Piggy, also Miss Pinky. Nein, nein, ich meine jetzt nicht Pinkie Pie. Pinkie Pie ist ja auf ihre Art und Weise vernünftig, Kara nicht. Ich werde den Weg zum Atelier weisen. Pass auf, gehe mit dem Wind. Achte auf die Flamme der Fackel und du wirst begreifen. Folge der dunklen Gasse, durch die sich der Wind weht, bis du das Dösen des Wasserfalls vernimmst. Finde die Stelle, an der das Rauschen des Wassers am lautesten ist. Befindet sich Ishtars Atelier. Sei vorsichtig. Ja. Okay. Vorsichtig. Mhm. Ich habe jetzt keine Lust, hinter dieser Idiotin der zu laufen. Was machst du denn da? Das sieht ein bisschen pervers aus. Ich bin Bildhauer. 1000 Statuen werde ich in mein Leben schaffen. Na, da mal ran. Aber... Mädchen, ich möchte gerne mal wirklich das wissen, wie du das fertigstellen willst. Das Einzige, was du tust, ist einfach gegen eine Statue zu laufen. Aber das musst du ja selbst wissen. Oh ja. Einmal kurz speichern. Ja, bitte speichern. Miau. Ach ja, mit dir habe ich ja schon geredet. Du würdest dann sagen, ja, ich bin ein Revier, bla bla bla, wie wir ein Ohr abkauen. Das ist auch bei Ursbauen so nervig. Dass die immer wirklich, immer ständig quatschen. Ich weiß nicht, wie oft Ness gesagt hat. Also Ness Vater gesagt hat, wir haben keine Gefühle. Seit meiner Geburt habe ich. Ach ja. Und ich sag's nochmal, Mädchen, wenn du keine Gefühle hast, dann hast du auch keinen Willen zu überleben. Ja, du warst mit dem Meer gedöns. Ich hab doch mit dir geredet, oder? Ja, hab ich. Wo war nochmal das Juwel? Ich muss ja noch die Juwelen finden. Weil sonst... Ja... Komm ich auch nicht wieder zurück. Point of No Return, wie es so schön heißt. Das ist tatsächlich ein Lied, das so heißt. Das lief in den... Reißende sucht uns unter der Erde. Engelsfilm. Hi. Lance, wie geht's? Will, ich möchte mit dir etwas Ernstes reden. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich glaube... Ich bin in Lily verliebt. Ich träume nur noch von ihr. Oh, da hat's aber einen erwischt. Ich muss wissen, ob sie mich auch liebt. Was soll ich nur tun? Kalt duschen? Ich nehme aber du, das fragst du. Ihr habt viel Zeit miteinander verbracht. Es ist ganz natürlich. Es ist bald Lilys 15. Geburtstag. Woher weiß er das? Ich möchte ihr ein Geschenk machen. Um ihr zu sagen, was ich für sie empfinde. Was würdest du ihr schenken? Einen Blumenschuss, einen kleinen süßen Kuss? Nee, das ist eine sexuelle Belästigung. Blumenschuss, langweilig. Eine Halskette. Okay, Halsband stand dabei. Schmuck ist unvergänglich. Er wird ihr ewig erhalten bleiben. Sie wird immer an dich denken, wenn sie ihn trägt. Oder es einfach in die Ecke geschmissen. Also es in die Ecke schmeißt und dich vergisst. Einige schöne Steine und daraus eine Kette. Vielen Dank für deinen Rat. Ich denke darüber nach. Es ist toll, einen Freund wie dich zu haben.
Mhm. Also, vielen Dank für deinen Rat. Okay, aha. Warum leben Engel an so ein so... Nee, warum leben Engel an einem so dunklen Ort? Gespenst ist. Ja, weil sie das Licht nicht abkönnen. Die Sonne ist so hell. Das ist mir bislang nicht aufgefallen. Ich vermute, die Engel stammen von den Einwohnern von Moab. Ja. Das würde auch erklären, warum... Entschuldigung, Leute. Warum die eine traurig wird, wenn sie das Meer sieht. Ich glaube, sie ist halt melancholisch. Hier war doch was. Ja. Naja. Aber ich muss sagen, die Idee, dass Engel kein Licht abkönnen, also kein Sonnenlicht und deswegen unter der Erde leben müssen, finde ich halt eine weitaus bessere Idee, als dass Vampire in der Sonne glitzern. Oder BZW, das ist einfach hier besser verarbeitet, wo, also... Naja... Was ist eine gute Idee, wenn sie schlecht bearbeitet wird, also... Ein Juwel ist doch hier bei einer Statue, das weiß ich. Hier drinne... Habe ich eine gefunden? Aber ich glaube echt, dass die Engel auch nicht lange... Also, dass sie... wirklich... am Ende der Fahnenstange sind und... Na komm... und aussterben. Einfach, weil sie nichts empfinden können. Ich glaube, sie schläft, als ob ihre Seele sie verlassen hätte. Naja, schau mal, wo sie steht will. Nämlich direkt in der Sonne. Hier vielleicht? Kennst du Ischer, der Maler? Ja. Ischers Atelier befindet sich auf der anderen Seite dieser Tür. Dort erwarten dich Monster mit Herzen voller Hass. Öffne die Tür, wenn du das Schicken es verlangt. Okay, Leute, und das sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn wir sehen, wo Kara wieder abgeblieben ist. See ya!